Hans Niklisch, Vater, unser bestes Stück. Viertes Kapitel, Ferienwetter, heiter bis veränderlich. Vater war mächtig lufthungrig, und wenn er irgendwie Zeit hatte, fuhr er, längst bevor es Mode wurde, über das Wochenende mit Mutter und uns an die Bergstraße oder ins Neckartal, um die Familie wieder einmal gründlich auszulüften, wie er sagte. Selbst von einem Bauernhof in die Stadt geraten, besorgte er, dass seine Nachkommenschaft gänzlich verstädtern könne. Und dem wollte er zuvorkommen, indem er uns so oft wie nur möglich und bei jedem Wetter mit der Natur in enge Berührung brachte. Das hieß nicht nur, dass wir bei solchen Gelegenheiten unsere Wanderstiefel für stundenlange Märsche zu schmieren und unsere Badehosen parat zu halten, sondern uns auch mit Skizzenblocks und vorsorglich gespitzten Bleistiften auszurüsten hatten. Denn Vater wollte, dass wir die Gegend, durch die wir marschierten, auch richtig sahen, und um uns dazu zu erziehen, schien ihm das Zeichnen am besten geeignet. Es war ihm ganz gleich, was dabei herauskam. Nur sollten wir uns das, was wir vor uns hatten, genau ansehen und es dann möglichst naturgetreu zu Papier bringen. Und genauso gleichgültig ließ es ihn, wo wir gerade waren, wenn es ihm einfiel, dass wir irgendwas Interessantes zeichnen müssten. Mitten im Wald oder auf einem belebten Marktplatz, wo wir allen Leuten im Wege standen und mit roten Ohren dulden mussten, dass man uns über die Schulter aufs Papier sah und mehr oder weniger lieblose Bemerkungen über uns machte. »Wieso stört euch denn das?« pflegte Vater unschuldig zu fragen. »Da höre ich einfach gar nicht hin. Die sind wahrscheinlich hier jahrelang vorbeigegangen und haben gar nicht gemerkt, was sie da für einen wundervollen Brunnen haben. Was die mit den Augen sehen, sehe ich mit meinen Hühneraugen.« Nur eins brachte Vater aus dem Gleichgewicht, wenn er einen Radiergummi bei uns entdeckte. »Wirf auf der Stelle das Ding weg«, schmetterte er dann. »Radieren ist aller Laster Anfang. Wer radiert, der betrügt, denn er hat nicht richtig aufgepasst und bildet sich ein, er kann's vertuschen. Seht ordentlich hin, dann braucht ihr nicht solche Schmierereien zu machen.« Bei Vater war auch wirklich immer gleich von Anfang an alles an der richtigen Stelle. Die Ziegel auf dem Dach, und zwar genauso viele, wie wirklich da waren, die Blumentöpfe auf der Fensterbank. Und wenn er einen Kirchturm zeichnete, dessen Uhr falsch ging, hatte er stets einen heftigen Kampf mit sich auszufechten, ob er der bestehenden oder der absoluten Wirklichkeit die Ehre geben sollte. Gewöhnlich zog er seine goldene Konfirmationsuhr aus der Weste, die immer die genaue Zeit zeigte, und richtete sich nach ihr. Friedrich war der einzige von uns, der Vater in dieser Hinsicht nacheiferte. Er war in seinen Zeichnungen genauso penibel wie mit seinen Anzügen, und Vater betrachtete seine Skizzen mit besonderem Wohlgefallen. Die geniale Schmiererei in Dreas, zerfleddert im Skizzenbuch, schien ihm dagegen suspekt. Und Bixis Hang zum Karikieren erregte gelegentlich sein Missvergnügen. Manchmal spazierte er von einem zum anderen, während wir noch zeichneten, um uns ein bisschen über die Schulter zu gucken. Dann konnte es passieren, dass er bei Bixi stehen blieb und einen Augenblick stirnrunzelnd auf ihren Block hinunterstarrte. »Was ist denn das?« fragte er ärgerlich. »Du solltest doch das Türmchen zeichnen.« »Ich fand das da aber hübscher«, bemerkte Bixi, die sich bei Vater immer eine Kleinigkeit mehr herausnehmen konnte als wir Jungs. Vater ließ sich den Block von ihr geben, hakte den einen Brillenbügel vom Ohr, wie immer, wenn er etwas besonders eingehend betrachten wollte, und nahm das Bügelende zwischen die gespitzten Lippen. »Hm«, brummte er, »na ja«, dann fing er an zu lachen. »Nicht schlecht«, sagte er, »wirklich nicht. Und dabei so lebensecht. Das stupide Gesicht und der Wanst,
den der Kerl vor sich her schleppt. Ich möchte bloß wissen, wo du immer solche großartigen Typen hernimmst. Ich sehe nie so jemand. Wo ist der zum Beispiel?« Während er sich nach dem Modell umsah, zog sich Bixi unauffällig aus der Reichweite seiner Arme zurück. Vater fiel auf, dass sie nicht antwortete und dass es überhaupt in unserem Kreise auffällig still war, wandte wieder seinen Blick zu ihr, die verlegen grinste, und dann auf den Block in seiner Hand. Und endlich stieg eine furchtbare Ahnung in ihm auf. »Das soll doch wohl«, fragte er mit unsicherer Stimme, »nicht etwa ich sein, wie?« Bixi nickte und retirierte schleunigst 3 weitere Schritte, bereit jederzeit einen fliegenden Start über den Platz zu unternehmen. Aber Vater war zu erschlagen, um sie handgreiflich zur Rechenschaft zu ziehen. »Lächerlich«, grollte er, »ich sehe nicht die leiseste Ähnlichkeit bei dieser albernen Schmiererei.« »Aber sie hat dir doch eben ganz gut gefallen«, bemerkte Bixi aus sicherer Entfernung. »Mir? Gut?« brüllte Vater, der sich endlich von dem Schock erholt hatte. »Ja, aber unter ganz anderen Voraussetzungen. Wenn ich das sein soll, ist es eine erbärmliche Schmiererei, viel zu übertrieben, als dass sie überhaupt einem menschlichen Wesen ähnlich sehen könnte.« Er entdeckte Mutter, die im Bäckerladen am anderen Ende des Marktplatzes gewesen war und sich über das verwitterte Kopfsteinpflaster näherte. »Komm sofort her, Grete«, befahl er, und als sie ein wenig beunruhigt neben ihm stand, hielt er ihr Bixis Block unter die Nase. »Wer ist das?« examinierte er hoffnungsvoll. Mutter hob lächelnd den Blick zu ihm. »Du natürlich, Schatz«, sagte sie, während Vater sie fassungslos ansah. »Es ist zwar ziemlich übertrieben, aber man sieht doch genau, wen es darstellen soll. Und ich finde es eigentlich recht lustig.« »Na, das soll doch«, murmelte Vater, aber es klang schon wie abziehendes Donnergrollen. »Zumal es eine alte Tatsache ist«, fuhr Mutter fort, »dass man nur interessant aussehende Menschen richtig karikieren kann. Andere sind viel zu langweilig dazu.« »Hm«, sagte Vater und betrachtete mit gerunzelter Stirn sein Konterfei. »Hm, wenn ich's mir genau ansehe, kommt's mir auch so vor, als ob, na ja, ich meine, dass es vielleicht doch eine Ähnlichkeit, eine gewisse und gar nicht mal so kleine, eine ziemlich große Ähnlichkeit.« Er dämpfte mit Mühe das aufsteigende, wohlgefällige Lächeln und wandte sich an Bixi. »Aber der Wanz da! Cäsar hatte zwar nicht ohne Grund für wohlbeleibte Männer was übrig, und dass ich dürr bin, kann ich nun auch nicht gerade behaupten, aber dieses Ungetüm von Wanz da möchte ich in Zukunft nicht mehr sehen, wenn du Wert darauf legst, dir meine väterliche Zuneigung zu erhalten.« Dabei drückte er die Brust raus, zog den Bauch ein und fuhr mit der Hand in den Hosenbund, um sich an der Tatsache zu erbauen, dass da noch immer eine Wenigkeit Raum zum Ausfüllen blieb. Aber gesagt werden muss es schon. Seit jenen Tagen, in denen Großvater ihn ein Ftisiker genannt hatte, war Vater unleugbar aus dem Heringsformat herausgewachsen. Zum Glück hatte sich auch Mutters Vorstellung von Schickheit gewandelt. Jedenfalls fand sie Vater schöner denn je. Doch kehren wir zurück zum Zeichnen. Mutter hatte also wieder mal die Lage gerettet. Sie hatte übrigens nie etwas an unseren Skizzen auszusetzen, denn sie gefielen ihr alle, ohne Unterschied. Nur manchmal wunderte sie sich, dass sie so verschieden aussahen, auch wenn wir alle dasselbe aufs Korn genommen hatten.
Soll das wirklich dasselbe sein?« fragte sie dann ein wenig verwirrt, um sofort rasch besänftigend fortzufahren, weil sie keinen kränken wollte. »Ich meine nur, weil es so anders aussieht, aber ihr habt's ja auch nicht alle von derselben Stelle gesehen. Natürlich, das ist es. Ein Mensch sieht ja auch selten von hinten genauso wie von vorne aus. Obwohl es vorkommt.« Vater wäre nie auf die Idee gekommen, Mutter boshafter Anwandlungen zu verdächtigen. Doch seit der Geschichte mit Bixis Zeichnung kam es doch vor, dass er bei einer solchen Bemerkung schmerzlich berührt zusammenzuckte. Einmal allerdings trug eine von Bixis Zeichnungen dazu bei, Mutters Stimmung für ein paar Stunden ernstlich zu verdüstern. Das war, als wir mit Vater in den Sommerferien schon nach Neckarsteinach vorausgefahren waren und Mutter noch ein paar Tage zu Hause blieb, um den großen Hausputz zu beaufsichtigen. Vater wohnte mit uns in der Harfe, einem behaglichen alten Gasthaus mit dicken Mauern, verwinkelten Gängen, hölzernen Galerien und großen, schattig kühlen Zimmern. Und bis auf die Mahlzeiten trieben wir uns den ganzen Tag in Badehosen am Neckar herum, schwammen, soweit wir schon schwimmen konnten, spielten aufregende Spiele und Vater lag, wenn er nicht auch gerade schwamm, auf einer Decke im Schatten und passte auf, dass wir keinen Unfug trieben. Im Allgemeinen ging Vater Reisebekanntschaften aus dem Wege, aber irgendwie gelang es ihm diesmal nicht. Den drei Fräulein Paulus aus Bremen entschieden genug, die kalte Schulter zu zeigen. Sie saßen im Speisesaal des Gasthofs am Nebentisch und die scheinbar mutterlose Kinderschar rund um den stattlichen, distinguiert aussehenden Herrn hatte wohl zuerst das heimliche Mitgefühl der Damen erregt. Zwei von ihnen waren schon älteren Jahrgangs, aber die jüngste Schwester, Adelheid genannt, war so um die mittleren 30 herum und gerade in dem Alter, in dem man sich langsam mit dem Gedanken vertraut macht, notfalls auch 5 liebe Kleine in Kauf zu nehmen, wenn man nur noch in den Hafen der Ehe einlaufen kann. Wir konnten uns das damals natürlich nicht so zusammenreimen, aber es fiel uns jedenfalls auf, dass die Damen Paulus häufig zierlich promenierend auftauchten, wo wir schwammen und Vater sich mit einem Buch oder einer Zeitung auf seine Decke zurückgezogen hatte. Vater sah dann beharrlich nach der anderen Seite. Aber unwillkürlich machte er doch Anstalten, seinen Bauch in dem prall sitzenden zebragestreiften Badeanzug um ein weniges einzuziehen oder sich sonst wie repräsentablere Haltung zu geben. Auch die Besten sind eben gegen eitle Anwandlungen nicht ganz gefeit. Am 3. oder 4. Vormittag nun waren wir am damals noch nicht durch Schleusen gebändigten Neckar bis zu einer Stelle hinaufgegangen, wo eine kleine, wiesenumrandete Bucht mit stillem, flachem, libellenüberflitztem, sonnenlauem Gewässer auch den kleineren unter uns, die noch nicht schwimmen konnten, Gelegenheit zum Plätschern bot. Dichtes, schattenspendendes Weidengestrüpp wucherte nah am Ufer, gerade das Richtige für Vaters Siesta. Und für Dreas und Friedrich, deren Schwimmkünste schon sehr fortgeschritten waren, hatte der Platz außer der ausgedienten Fähre, die dort verteut lag, noch eine besondere Attraktion. Bis zu einer bestimmten Grenze nämlich blieb das Gewässer der Bucht von der starken Strömung des hier eine weite Biegung beschreibenden Flusses unbehelligt. Tat man aber einen Schritt über die Grenze hinaus, wurde man unweigerlich von der Strömung mitgerissen, in einer langen Diagonale über den Fluss gewirbelt und weiter unten am jenseitigen Ufer an Land gespült. Dann hatte man, bis zur Fähre zu gehen, überzusetzen und am diesseitigen Ufer wieder heraufzulaufen. Zwar hatte es Vater den beiden verboten, aber nachdem sie eine Weile ziemlich lustlos mit uns gespielt hatten und überdies sahen, dass Vater beim Lesen schon die Augen zufielen, drängte es sie zu kühneren Taten.
So unauffällig wie möglich pirschten sie sich an die bewusste Grenze heran und plötzlich sahen wir ihre Köpfe pfeilschnell in der Strömung flussabwärts schießen. Unser Geschrei schreckte Vater aus friedlichem Dösen und brachte ihn überraschend fix auf die Beine. Mit einem Blick stellte er erleichtert fest, dass die Kleinen vollzählig zur Stelle waren, und mit dem nächsten hatte er schon die Ausreißer in der Mitte des Flusses entdeckt. Er fand beruhigt, dass ihre Lage sein Eingreifen überflüssig machte. 2 Minuten später krabbelten sie auch schon unbeschädigt drüben an Land, trabten aber nicht flussabwärts zur Fähre, sondern flussaufwärts, bis sie uns ziemlich gegenüber waren. Dort blieben sie stehen, brüllten irgendetwas herüber und als sie merkten, dass es aussichtslos war, gegen den Lärm der Strömung anzuschreien, fingen sie an, Vater durch Zeichensprache verständlich zu machen, dass er ein großes Erlebnis versäume und überhaupt in ihrer Achtung gewaltig senke, wenn er es ihnen nicht unverzüglich nachtäte. Vater hatte gar keine Lust, sein Ruheplätzchen im Schatten aufzugeben, zumal er dem Fluss an dieser Stelle misstraute. Es war nicht zu übersehen, was sich unter seiner schäumenden Oberfläche alles verbarg. Also winkte er ab, wandte sich um und sah sich plötzlich den Lorgnetten der Paulusdamen gegenüber. Sie hatten auf der anderen Seite der Bucht ein Plaid ins Gras gebreitet, auf dem sie in einer kleinen Reihe steif, schmal und irgendwie vergilbt nebeneinander thronten, in hochgeschlossenen, dezent geblümten Sommerkleidern und von 3 zierlichen Sonnenschirmchen mit Spitzenbehang zart überschwebt, die unwillkürlich die Vorstellung von überlebensgroßen Margeriten heraufbeschworen. Vater hatte schon mancherlei Gefahren getrotzt, aber angesichts der Lorgnetten verspürte er jählings das genierliche Gefühl, in seinem Badeanzug trotz der fast bis zu den Knien reichenden Hosenbeine für diese Gelegenheit viel zu nackt zu sein. Und der Weg zu seiner Decke schien ihm plötzlich sehr weit. Also wandte er sich nach einer eben den Anforderungen der Höflichkeit genügenden Verbeugung, die drüben ein leises Nicken der Margeriten hervorrief, ein zweites Mal um und stieg schaudernd ins Wasser. Könnte ja sein, dass die Jungs auf die blödsinnige Idee kämen. Ich traute mich nicht, brummte er Bixi zu. Lächerlich, ich bin schon über ganz andere Bäche geschwommen. Dem Ton nach, in dem er das sagte, musste er zumindest die Niagara-Fälle meinen. Aber du bleibst hier, fuhr er fort, und passt auf das kleine Gemüse auf, bis ich wiederkomme. Wenn ihm klar gewesen wäre, was ihm bevorstand, hätte er wahrscheinlich doch lieber den Lorgnettenstand gehalten. Aber wer konnte auch wissen, dass das, was Dreas und Friedrich ohne Mühe hinter sich gebracht hatten, ihm Schwierigkeiten bereiten würde? Es lag am Tiefgang, an Vaters Tiefgang natürlich, und an den Sandbänken, die sich zwischen den Pfadrinnen heimtückisch und ungesehen bis dicht unter die Oberfläche hoben. Über die gute Hälfte der ersten schleifte die Strömung Vater hinweg. Und als sein Bauch Schwierigkeiten machte und im Geröll der Sandbank Widerstand fand, rollte sie ihn kurzerhand zur nächsten Pfadrinne hinüber. Vater fühlte sich am ganzen Körper aufgeschubbert, seine Schienbeine schmerzten vom Zusammenstoß mit größeren Brocken. Aber er hatte es immerhin geschafft. So glaubte er wenigstens. Was nun folgte, sah von unserer Uferstelle sehr heiter aus. Einen Augenblick hatten wir von Vater nur den Kopf in der Strömung dahin flitzen sehen, aber schon im nächsten schien er rücklings in wildem Hoppelgalopp auf den sprudelnden Wellen zu reiten, den Bruchteil einer Sekunde mitten im Fluss strampelnd, grotesk auf dem Kopf zu stehen. Dann überschlug er sich plötzlich, verschwand wieder jäh, und als wir ihn von Neuem entdeckten, hielt er mit beiden Armen einen gischtumsprühten, aufrecht stehenden Felsblock umklammert. Nun hatte Vater endgültig die Nase voll und begann sich vorsichtig von Fels zu Fels wieder unserem Ufer
zuzuschieben. Als er seichteres Wasser erreicht hatte, richtete er sich mühsam auf und entdeckte dabei, dass die Vorderfront seines Badeanzuges von oben bis unten aufgeschlitzt war. Die Haut, die darunter zum Vorschein kam, war krebsrot und sah aus, als habe sie jemand mit einem stählernen Topfabreiber geschunden. Immerhin, Ernstliches war nicht passiert und Vater stand nur dem Problem gegenüber, wie er im Blickfeld der Paulusdamen an Land kommen sollte, ohne ihr Schamgefühl zu verletzen. Ohne Lorgnetten wäre es notfalls noch gegangen, aber bei scharfer Beobachtung hielt auch die geschickteste Raffung nicht stand. Die einzige Möglichkeit war, sich so nah in Deckung heranzupirschen, dass er Bixi unauffällig dazu veranlassen konnte, ihm ein Handtuch zuzuwerfen. Vater arbeitete sich also im seichten Wasser ächzend an die Mündung der Bucht heran, zuerst gebückt, dann so flach auf dem Bauch wie nur möglich, von einem Geröllblock zum anderen kriechend, um möglichst lange unbeobachtet zu bleiben. Zu seinem Unglück missverstanden wir diese Art der Annäherung völlig. Wir glaubten, er wolle Indianer mit uns spielen und beantworteten sein Grimassenschneiden und Händefuchteln mit begeisterten Spritzkanonaden und ohrenbetäubendem Kriegsgeschrei, in dem sein Flehen und seine Drohungen untergingen. Das alles natürlich vor den sechsfach blitzenden Gläsern der Lorgnetten, die sich unter den Margeritenschirmchen längst wieder auf uns gerichtet hatten. Schließlich sah Vater verbittert ein, dass er auf diese Weise nicht weiterkam. Stand auf und marschierte, den Badeanzug vorne zusammenhaltend, todesmutig aufs Ufer zu. Und dabei enthüllte sich seine Hinterfront und wir sahen die Bescherung. Auch hinten hatte das Trikot der Begegnung mit der Sandbank nicht standgehalten. Und was eigentlich hätte schamhaft verhüllt sein sollen, zeigte sich in stattlich zwiefacher Rundung allen Blicken. Bei alledem paradierte Vater mit gerade ausgerichtetem Blick und eingezogenem Bauch ahnungslos weiter. Die Damen Paulus schienen ihren Augen anfangs nicht trauen zu wollen. Als Vater sich aber zu allem noch bückte, stießen die beiden Älteren gleichzeitig einen schrillen Schreckensruf aus, klappten in panischer Hast ihre Schirme zusammen, zerrten die Jüngste mit sich hoch, rafften das Plaid auf und bewegten sich eiligst und in einer Haltung schwer gekränkter Würde davon. Vorher sah die Älteste noch einmal zu Vater zurück und rief laut und vernehmlich: »Pfui!« Auch die Jüngste sah sich um, aber sie sagte nichts, und wenn ich den Ausdruck ihrer Augen beschreiben sollte, müsste ich ihn Weitwund nennen. Vater verstand von alledem nichts. Bei dem Schreckensschrei war er herumgefahren, und nun sah er kopfschüttelnd den dreien nach und fragte Bixi: »Was ist denn mit denen los?« »Die haben dich von hinten gesehen«, sagte Bixi kichernd. »Na und?« fragte er gekränkt. »Mich haben schon eine Menge Leute von hinten gesehen, ohne dass diese Pfui hinter mir hergeschrien hätten.« Bixi hüpfte vor Vergnügen auf einem Bein. »Fass doch mal hin«, giggerte sie. Vater sah sie verständnislos an, fuhr dann aber doch mit der Hand langsam nach hinten, und plötzlich wurden seine Augen rund. »Donnerwetter«, murmelte er, »Donnerwetter! Wenn's nicht unfein wäre, könnte man geradezu »Au Backe« sagen.« Er sah uns drei der Reihe nach an, und dann platzten wir alle los, während die Damen Paulus gerade in entrüstetem Eilmarsch hinter der Hecke an der Landstraße verschwanden. »Na«, sagte Vater und wischte sich die Lachtränen aus den Augen. »Die haben wir für alle Zeit in die Flucht geschlagen. Das hätte mir schon früher einfallen sollen.« Am Abend und am nächsten Vormittag gingen uns die Damen geflissentlich aus dem Wege. Gerüchtweise verlautete sogar, dass sie an Abreise dächten. Und die Szene an der kleinen Bucht wäre
über vielem Neuen wohl in Vergessenheit geraten, wenn sie Bixi nicht zur Verewigung in ihrem Skizzenbuch gereizt hätte. Es war eine der hübschesten Zeichnungen, die sie jemals verfertigt hatte. In der Mitte war in seinem geringelten Badetrikot Vater halb von hinten zu sehen, wie er gerade wie ein Pfau vor den Paulusdamen vorbeistolzierte. Und die Damen starrten seine umfangreiche Kehrseite mit schreckgeweiteten Augen an und sahen aus, als wollten sie schnurstracks in Ohnmacht sinken. Und diese Zeichnung nun bekam Mutter am Nachmittag ihrer Ankunft in die Hände. Wir badeten wieder in der Bucht, das heißt nur wir Kinder. Vater hatte sich gar nicht ausgepellt, weil er wohl Mutter nicht gleich mit seinen Schrammen vor Augen kommen und dadurch Fragen auslösen wollte. Und Mutter badete nicht gern im Freien. Sie fand, in der Badewanne sei das Wasser nicht ganz so nass. Und bei so einem Fluss wisse man überdies nie, was möglicherweise drin herumschwimme. Außerdem war es in ihren Mädchenjahren nicht üblich gewesen, außerhalb einer Damenbadeanstalt ins Wasser zu steigen. Und dann hatte man dabei mehr Zeug auf dem Leibe gehabt als heutzutage in vollbekleidetem Zustand. Mutter hatte nichts gegen Fortschritt einzuwenden, sofern er sich auf nützliche Dinge bezog, aber in diesem Punkte war sie befremdend konservativ. Sie saßen also da und sahen uns zu, und dabei geriet Mutter Bixis Skizzenbuch in die Finger. »Habt ihr viel gezeichnet?«, fragte sie, nachdem Gesprächsstoff Nummer 1, der Hausputz, erschöpft war. »Nicht so sehr viel«, sagte Vater ahnungslos. »Wir waren meistens hier unten, auf die Burgen. Wo es was zum Zeichnen gibt, wollten wir erst mit dir gehen.« »Bixi scheint trotzdem fleißig gewesen zu sein«, murmelte Mutter. »Das hier kenne ich nicht. Und das?« Ominöse Stille breitete sich aus. »Was ist denn das?«, fragte Mutter und dehnte die Wörter auf eine unheilverkündende Weise. Vater sah auf. »Ach, nichts«, erwiderte er so gleichgültig wie nur möglich. »Du kennst ja Bixi. Sie hat's natürlich fürchterlich übertrieben.« »Übertrieben hin, übertrieben her«, sagte Mutter. »Es muss ja was zum Übertreiben passiert sein.« »Ist es ja auch«, sagte Vater, nun doch eine Kleinigkeit betreten, und dann berichtete er ihr seine Rutschpartie über die Sandbank. »Und dann hast du dich so...« Mutters entgeisterter Finger tippte auf seine rundlich nackte Kehrseite auf der Zeichnung. »Vor allen Leuten sehen lassen?« »Gar nicht vor allen Leuten«, sagte Vater ärgerlich, »bloß vor den drei Tanten, für die das bei ihrem Alter unmöglich was Neues gewesen sein kann. Auf jedem Babyfoto ist schließlich mehr zu sehen. Außerdem habe ich gar nichts davon gewusst.« In ihrer Auseinandersetzung verheddert, hatten sie Bixis Nahen nicht bemerkt. »So alt sind sie aber nicht«, kicherte sie jetzt. »Wenigstens nicht Fräulein Adelheid.« Vater durchbohrte sie mit einem grimmigen Blick. »Halt deinen Rand«, grollte er, »und scher dich zu den anderen.« Er sah ihr nach, wie sie sich überstürzt ins Wasser zurückzog und wusste, ohne hinzusehen, genau, was für ein Gesicht Mutter machte. Ihre Augen waren starr auf einen imaginären Punkt irgendwo in der Ferne gerichtet. Um die Nase herum war sie ein wenig blass und die Lippen hatte sie entschieden zusammengepresst. Und sie sagte nichts, rein gar nichts, während Vater so tat, als sei alles in bester Ordnung, und sich nur hin und wieder räusperte, als sei ihm etwas störend in die Kehle geraten. »Was ist also mit diesem sogenannten Fräulein Adelheid?«, fragte Mutter plötzlich spitz, noch immer den Blick weit in der Ferne.
Nichts, sagte Vater ergeben. Noch weniger als nichts. Aber bevor wir in diesem Kreuzverhör fortfahren, schlage ich eine kleine Ortsveränderung vor. Vater und Mutter waren selten uneins, aber wenn es einmal geschah, war es ihr Prinzip, sich niemals in Hörweite von uns zu streiten. So spazierten sie also ein Stück am Ufer entlang und dann einen kleinen Hügel hinauf, und während des Weges klärte Vater und Mutter über die Damen Paulus auf. Näher als bis zum Grüßen bin ich ihnen nie gekommen, und selbst wenn ich's genau gewusst hätte, warum sie sich immer in unserer Nähe herumtrieben, hätte ich ihnen schlecht sagen können, geben Sie sich keine Mühe, meine Damen, ich bin schon vergeben. Natürlich nicht, sagte Mutter mit einer unverkennbaren Spur von Hohn in der Stimme. Das konntest du nicht, aber du konntest schamlos vor ihnen herumstolzieren und dich wie ein Pfau vor ihnen spreizen. Noch dazu in deinen Jahren. Das war zu viel. Donnerwetter, fing Vater an, aber dann blieb sein Blick an irgendetwas hinter Mutters Rücken hängen. Sein Mund klappte zu. Und im nächsten Augenblick war er an ihr vorbei und den Hügel hinunter. Als Mutter sich verdutzt umdrehte, sah sie ihn im Vordergrund mit fliegenden Rockschößen über die Wiese rennen und im Hintergrund. Aber dazu muss ich eine Kleinigkeit ausholen. Als sich Vater und Mutter aus pädagogischen Gründen zurückgezogen hatten, waren Dreas und Friedrich gerade damit beschäftigt gewesen, unauffällig die Haltbarkeit der Verteuung zu prüfen, die die alte Fähre am Ufer festhielt. Die alte Fähre war die Vorgängerin der jetzigen, und da sich seit ihrer Pensionierung nie mehr jemand um sie gekümmert hatte, war ihr Boden verrottet, unter den querliegenden, rissigen Bohlen des Decks schwappte schwärzliches Wasser und die Bank an der Seite war verfault und zusammengebrochen. Aber sie schwamm, schwankte leise auf den Wellen, die unser Getobe im friedlichen Wasser der Bucht erzeugte, und sah so aus, als sei sie durchaus in der Lage, noch manchen wackeren Sturm zu bestehen. Alles in allem, sie war in Dreas und Friedrichs Augen der beste schwimmende Untersatz für die Nichtschwimmer der Familie, die doch auch an der herrlichen Aufregung einer Flussüberquerung teilnehmen wollten. Und wahrhaftig, auch die Verteuung ließ sich kinderleicht lösen. Wir auf dem Floß, Dreas vorn, hinten Friedrich und Bixi, das Ding anschiebend. Das war das Bild, das Mutter also im Hintergrund sah. Und als nächstes sah sie entsetzt, wie die Strömung die Fähre mit ihrer Bemannung ergriff, einmal schwerfällig um sich selbst drehte und darauf mit wachsender Geschwindigkeit in den Fluss hinauszog. Im selben Augenblick wechselte Vater seine Richtung und rannte Mutter zwischendurch unverständliche Zeichen zuwinkend der Straße zu. Was nun folgte, forderte eigentlich den in der Schilderung heroischer Zweikämpfe erfahrenen Griffel eines Homer. Denn während wir auf unserem sich bäumenden und in allen Fugen grässlich ächzenden Vehikel ein wildes Hindernisrennen über die Untiefen des Neckars ritten, schwang sich Vater auf ein Fahrrad, das er an einem Gartenzaun lehnend fand, und nahm auf der Landstraße den Wettkampf mit den Naturmächten auf, die sich seines Nachwuchses bemächtigt hatten. Ob er sich gleich etwas dabei dachte oder ob es zuerst einfach eine Reflexhandlung war, weiß ich nicht. Später sagte er bloß grimmig, »Ach, ich wollte nur dabei sein, wenn euer Floß an irgendeinem Felsen zerschellt wäre. Vielleicht hätte ich den einen oder anderen von euch noch am Schopf herausziehen und erst mal für seine Dummheit tüchtig vertobacken können, bevor ich ihn wieder hineingeschmissen hätte.« Friedrich war es, der als erster Vater vom Floß aus drüben unter den Apfelbäumen Staub aufwirbeln dahinflitzen sah, und obwohl wir alle platt auf dem Bauch lagen und uns krampfhaft an den Deckbohlen festhielten, sahen wir auch hin und fühlten uns seltsam erleichtert, ihn in unserer Nähe zu wissen. Solange er da drüben war, konnte uns nichts passieren. Eher schon hinterher, wenn er die Distanz zwischen sich und uns völlig beseitigt haben würde.
Zuerst gewann Vater gewaltig gegen uns an Boden, aber während der Fahrt durch den Ort, bei der er hinter den Häuschen unseren Blicken entzogen war, musste er auf Hindernisse gestoßen sein. Denn als wir ihn unten am Kai bei der diensthabenden Fähre wieder auf seinem Velociped herausschießen sahen, war es für ein möglicherweise beabsichtigtes Sperrmanöver bereits zu spät. Er winkte uns nur zu, das heißt, es konnte ebenso gut auch ein unheilverkündendes Drohen gewesen sein. »Hast du gesehen?« fragte Dreas mit leicht belegter Stimme. »Er scheint ziemlich fuchtig auf uns zu sein.« Friedrich rieb sich die Nase, die ein jäher Stoß unseres Floßes in schmerzliche Berührung mit dem Deck gebracht hatte, und murmelte missbilligend: »Könnte wahrhaftig auch mehr Spaß verstehen.« Wo wir ja gar nicht wissen konnten, spann Dreas unbehaglich den Gesprächsfaden weiter, dass das Drecksding, er meinte die Fähre, nicht ans andere Ufer kommen würde. Und während er Vaters über die Längsstange gebeugte, emsig kurbelnde Gestalt auf der Uferstraße mit nachdenklichem Blick verfolgte, fügte er achtungsvoll hinzu: »Aber trampeln kann er, der alte Knacker.« Zum Glück brauchte Vater nicht mehr lange zu trampeln. In der nächsten Biegung geriet unser schwerfälliges Gefährt an den Rand der Strömung, kreiselte ein paar Mal um sich selbst, rumpelte an einen Felsen und trieb langsam in flacheres Wasser ab, wo Dreas und Friedrich Fuß fassen und es näher ans Ufer hin stoßen konnten. Vater sah es, als er oben auf der Straße eben den Landauer überholte, der die abreisenden Damen Paulus nach Heidelberg brachte. Als Fräulein Adelheid Vater entdeckte, schoss sie mit einem beglückten »Oh!« von ihrem Platz zwischen den älteren Schwestern auf, offenbar in der Annahme, er habe sich reuevollen Sinnes an ihre Verfolgung gemacht, um ihr noch in letzter Minute Herz, Hand und 5 Kinder anzutragen. Aber Vater bemerkte sie nicht einmal, so sehr war er durch unsere Rettung in Anspruch genommen. Keuchend und schwitzend sprang er in großen Sätzen den Abhang hinunter, entschlossen, uns allesamt erst einmal kräftig zu verprügeln und danach glückstrahlend in die Arme zu pressen. Doch die Umstände wollten es anders. Von seinem Eigengewicht allzu stürmisch abwärts gezogen, gelang es ihm nicht mehr, am Ufer zu bremsen. Und statt er uns, mussten wir ihn aus dem Neckar bergen. »Da haben wir's«, sagte Bixi tadelnd. »Wären wir nicht zum Glück hier gewesen, hättest du womöglich ertrinken müssen.« Vater spuckte einen halben Liter Wasser aus und nickte geschlagen. Dann spähte er über die Schulter zur Straße hinauf, um festzustellen, ob sein Rad noch dort war, wo er es hingefeuert hatte. Und dabei sah er, wie Fräulein Adelheid, von den Schwestern gezogen, elegisch auf ihren Platz im wieder anrollenden Wagen sank, nun wohl endgültig überzeugt, ihre Neigung an einen Unwürdigen verschwendet zu haben. »Du lieber Gott«, sagte Vater, und seine Hand fuhr unwillkürlich nach hinten. »Das waren doch die Damen Paulus. Na, diesmal ist bei mir jedenfalls alles in Ordnung gewesen.« Abends saßen Vater und Mutter noch bei einer Flasche Wein unter den alten Kastanien im Garten. Unten rauschte leise der Neckar vorbei. Der Mond warf eine gleißende Silberbrücke über das dunkel schimmernde Wasser. Und am anderen Ufer schnitt der stumpfe Kegel des Dilsbergs schwarz in den Sternen glitzernden Himmel. »Na, wieder gut?« fragte Vater und rückte näher an Mutter heran. Mutter nickte und legte ihren Kopf sanft an seine Schulter. »Ist nie anders als gut gewesen«, sagte sie. »Na, na«, brummte er, »vor Tisch las man's anders.« Und dann sah er verdrießlich zu dem Papierlampion auf, der schräg über ihnen sein rötliches Licht verrieselte. »Dämliches Ding! Meinst du, dass wir ihn auspusten können?«
Ohne ihre Ermunterung abzuwarten, stand er auf und pustete ihn aus. »Weißt du«, sagte er nach einer Weile, in der von beiden nichts zu hören gewesen war. »Ich küsse nicht gern jemand, wenn ich dazu extra Rampenlicht kriege.« »Jemand?«, fragte Mutter. »Wie viel Jemands gibt's außer mir?« Vater schmunzelte ins Dunkel. »Fang nicht schon wieder an«, sagte er. »Schließlich haben wir ja nur wegen deiner Eifersucht die Brut in der Bucht aus den Augen gelassen, sodass wer weiß, was hätte passieren können. Oder bist du etwa nicht eifersüchtig gewesen?« Er konnte Mutters Gesicht nicht sehen, aber er spürte, dass sie lächelte. »Bei deinem Alter«, murmelte sie, »nicht die Bohne.« »Na«, sagte er und tat gekränkt, »Fräulein Adelheid jedenfalls hat meinen Jahrgang noch recht passabel gefunden.« Mutter dachte an die Rückfront seines Badetrikots und kicherte. »Du hast dich ihr ja auch von keiner schlechten Seite gezeigt.« Vater lachte auch, und dann tastete er nach der Flasche und verteilte den Rest in beide Gläser. Schweigend saßen sie nebeneinander und genossen die laue Stille der Nacht und das Glück, dass sie beieinander waren. Und nach einer Weile sagte Mutter mit schläfriger Stimme, »Weißt du, ich hab gar nicht gewusst, dass du so großartig radeln kannst.« »Ich auch nicht«, erwiderte Vater gedankenlos. Aber in der nächsten Sekunde richtete er sich hellwach auf und starrte verdutzt auf den ovalen, matthellen Fleck, der Mutters Gesicht war. »Wahrhaftig«, stotterte er, »du wirst's nicht glauben, aber ich habe in meinem ganzen Leben noch niemals auf so einem Ding gesessen.« Und dann übermannte ihn das dem Reiter vom Bodensee zugeschriebene Gefühl nachträglichen Grauens. »Stell dir vor«, ächzte er, »was dabei erst hätte passieren können.«